Voller Vorfreude kamen wir in Kopenhagen an. Vorbei am Tivoli ging es Richtung Wohnmobilstellplatz. Die Pläne für den nächsten Tag waren längst gemacht, aber es kam dann alles anders. Wie es uns in Kopenhagen erging, erfahrt ihr in diesem Video. In einer nicht sehr einladend wirkenden Ecke Kopenhagens befindet sich der Stellplatz City Camp. Nicht schön, aber zentrumsnah. Das wollten wir so haben. Doch wir standen vor verschlossenen Zaun. Gestern letzter Tag, ab heute ist er geschlossen für 2023. Diese malerische Gegend haben wir uns eigentlich jetzt am Stellplatz vorgenommen. Neben dem Schrottplatz. Sieht aber nicht einladend aus. Aber City nah, 2 Kilometer nur bis zur City. Aber City Camp, so heißt der in Kopenhagen, ist leider geschlossen, CEO 2024. Naja, leider. Und jetzt, es sieht so aus, wie wenn hier nochmal ein Camper reinkäme und der auch etwas verdattert schaut. Der schaut jetzt auch ein bisschen blöd. Zeig es euch mal. Mal schauen, was der macht. Ja? Also, wir wissen jetzt noch nicht, was wir machen, aber wir suchen ja mal eine Alternative. Weil die Stadt hätten wir uns nicht schon ganz gerne angeschaut, was sie, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn wir schon mal da sind, dann sollten wir reinschauen. Ja. Also schauen wir mal, warten wir mal, was der da macht. Der studiert wahrscheinlich auch. Schau, wenn es setzt. We'll be right back.
mehrere Optionen gehabt zum Stehen, aber da, wo es eigentlich für uns okay gewesen wäre, da war der Gustl immer ein bisschen drauf, drüber hinaus gestanden. Also zu breit oder zu lang. Für Kastenwagen ideal, für uns eben nicht. Zu breit. Waren eigentlich nur BKW-Parkplätze und sonst haben wir nichts gefunden. Und ich wollte halt das Christiani sehen, weil da gibt es ja Haschisch zum Kaufen und das wollte ich jetzt unbedingt nochmal haben. Naja, ob das noch so ist wie vor x Jahren, steht auch in den Sternen. Also auf jeden Fall haben wir uns entschieden, wir verlassen Kopenhagen. Ich hätte zwar die kleine Meerjungfrau auch noch mal gern gesehen, habe sie schon mal gesehen, aber deswegen müssen wir ja jetzt nicht stundenlang durch Kopenhagen fahren, um ein Plätzle zu finden. Und ich bin so alt geworden, ohne die Meerjungfrau zu sehen, da kann ich nur mal 60 Jahre alt werden, ohne sie zu sehen. Und wer nicht weiß, wer die kleine Meerjungfrau ist, der kann beim Hans Christian Andersen das Märchen nachlesen. Genau, wir können es euch leider nicht erzählen, weil wir waren nicht dort. Und jetzt fahren wir einfach wieder aus Kopenhagen raus und suchen uns einen Übernachtungsplatz. Genau, raus aus dem Trubel und rein ins beschauliche Dänemark. Ja. Und siehe da, wir mussten gar nicht weit fahren. Über Park for Night fanden wir in Ringstedt einen Wohnmobilstellplatz, allerdings ohne Versorgung, aber für eine Nacht allemal gut. Also bevor wir weiterfahren, tun wir nochmal Wasser zapfen und man braucht hier natürlich einen Adapter dazu. Wenn das Fahrzeug konstruiert ist wie der Gustl, dann muss man sich gegen den Verkehr stellen. Ich hoffe, da wird jetzt die Polizei nichts sagen. Und normalerweise ist es ja nicht so schlimm mit Wasser, aber wir waren bis jetzt nur frei gestanden und insoweit haben wir keine Ver- und Entsorgung gefunden und da sind wir froh, dass sich das jetzt anbietet an der Autobahn. So, jetzt fahren wir mal los und dann schauen wir, ob die Probitz noch funktioniert. Die haben wir jetzt schon ewig lang nicht mehr benutzt. Meine neue Kreditkartennummer ist eingegeben. Dann schauen wir nochmal, es wird auf jeden Fall spannend, weil wir fahren die Probitz-Spur. Nicht, dass zweimal erbucht wird. Ja, sag erst mal, warum wir den Probitz jetzt überhaupt brauchen. Ach so, wir fahren auf die Storebeltbrücke. Witz ist links. Ja, das Grüne ist Probitz. Ja. Bin ja gespannt.
Piepsmobils haben funktioniert. Es hat gepiepst und die Schranke ist aufgegangen. Und jetzt geht's über diese Brücke und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie viele Kilometer habe ich gesagt? Viele. Ich muss es noch mal nachschauen, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber es sind einige Kilometer. Wir schreiben es schon rein, weil wir haben jetzt keine Zeit zum Nachschauen, es geht nämlich schon ab. Ja genau, wir fahren jetzt schon auf die Brücke. Ich glaube, wir sind schon schlechter gestanden, oder Helle? Ja, der Königsplatz ist natürlich schon wieder weg. Ist natürlich. Also. Es gibt halt auch Leute, die noch schön stehen wollen. Ja, aber hallo? Was gibt's hier zu meckern? Ich meckere gar nichts. Ich sage nur, der Königsplatz ist schon weg. Wie man sieht, ich finde den Platz hier wunderschön. Ja, ist super. Fällt mir gut, da kann ich jetzt ein Filmchen schneiden. Ja. Aber erstmal was essen, oder? Sollten wir, ja. Jetzt haben wir nämlich schon ein wenig Hunger, also ich auf jeden Fall.
Und wenn die Ossi Hunger hat, muss ich natürlich was machen. Da habe ich auch meistens Hunger. Also erst wird jetzt was gegessen und... Dann ziehen wir weiter. Genau. So, wir sind mittlerweile in Odense angekommen. Das ist die drittgrößte Stadt Dänemarks. Genau. Und da hat wer gewohnt? Hier hat Hans Christian Andersen gewohnt, gelebt. Und eben hier hinter uns, das ist sein Geburtshaus. Da hat er seine Kindheit verbracht. Genau. Hans Christian Andersen, den kennt ihr ja garantiert auch. Also er hat nicht nur die kleine Meerjungfrau geschrieben, sondern unter anderem auch noch die Prinzessin auf der Erbse und des Kaisers neue Kleider. Und noch viele andere natürlich auch. Wir sind da übrigens jetzt mit dem Fahrrad reingefahren, knapp 7 Kilometer oder etwas über 7 Kilometer. Also überhaupt kein Problem hier in Dänemark Fahrrad zu fahren. Es gibt wunderbare Radwege hier. Ja, sogar an der Hauptstraße ist zwar nicht sonderlich idyllisch, aber es ist wunderbar abgetrennt. Und in der Innenstadt ist dann so und so der Fahrradweg super isoliert von der Hauptstraße. Also wirklich äußerst vorbildlich. Ja, und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um in Odense. Odense. Ja. Und dann... fahren wir wieder zurück zum Bomo. Genau. Gustl wartet wirklich an einer ganz tollen, idyllischen Stelle auf uns. Jawohl, das haben wir wirklich gut erwischt. Ja. Ja. So, jetzt waren wir im Dom von Odense
Und da ist der König Knut begraben oder beigesetzt. Ja, also er lag viele Jahrhunderte in der Krypta unter und jetzt liegt er in einem Glasschrein. Ja, mit seinen Knochen, die kann man noch sehen. Und da ist auch ein richtig schöner Prospekt dabei. Den müssen wir jetzt so durchlesen, dann wissen wir es genau. Der ist nämlich einmal da umgebracht worden. Also interessante Geschichte. Ja, und nicht nur der Knut liegt da, sondern auch noch sein Bruder Benedikt. Die sind beide am Altar ermordet worden. Warum und wieso? Das müssen wir erst noch selber nachforschen. Ja, wenn es interessiert, kann sie es ja auch selbst tun. Ja, ja, oder bei uns sich melden und sagen wir es, wir lesen es dann aus dem Wohnmobil nach. Ja, genau. So, und da öffnet sich die Tür automatisch und jetzt kommt die Stadtführung. Ja, genau. Weil es hier viel zu sagen gibt und wir beenden jetzt hier unsere Stadtführung. Ja, genau. Wir fahren jetzt weiter zum Gustl. Ja. Okay. Die Leute freuen sich, weil die Tür geht da automatisch auf. Ein besonderer Service vom Dom. Josi,